Ein leckeres Müsli gehört für mich zu einem richtigen Frühstück dazu. Als Bircher mit Joghurt oder mit Früchten als klassisches Powerfood. Ich habe uns ein Basismüsli mitgebracht. Das ist schon mal ein super Einstieg für euer eigenes Müsli. Darin enthalten sind Hafer- und Roggenflocken, also Vollkornflocken. Wir haben Buchweizen dabei, wir haben Leinsamen dabei und Sonnenblumenkerne. Außerdem habe ich dabei zwei verschiedene Haferflocken, einmal kernige, also die sind deutlich bissfester, und einmal die zarten. Dann haben wir Sonnenblumenkerne, wir haben Kürbiskerne, Leinsaat, Hirse, ebenfalls sehr gesund. Dann haben wir dreierlei getrocknete Beeren da, einmal die Cranberry, also Kranichfrucht, dann haben wir die Maulbeere da, die ist normalerweise von der Farbe her wie eine Brombeere, nur deutlich länglicher und säuerlicher. Und beim Trocknen verliert sie ihre Farbe und wird so leicht gelb-grünlich. Schmeckt getrocknet ein bisschen in die Richtung wie eine Feige. Und dann haben wir die Powerfrucht schlechthin, die Goji-Beere. Eine längliche rote Frucht, kommt aus dem asiatischen Raum und ja, steckt voller Vitamine und essentieller Fettsäuren. Zum Abrunden unseres Müsli später mit Milch oder Joghurt, oder auf was ihr Lust habt, Kefir zum Beispiel, habe ich einmal Granatapfel dabei, sehr vitaminreich, natürlich Äpfel, Orangen, Zitrone und Erdbeeren. Jetzt können wir anfangen, unser Müsli zu mischen. Ihr könnt der Einfachheit halber so ein Basismüsli verwenden und eure getrockneten Früchte und noch weitere Körner dazufügen. Ich mache heute mein eigenes Müsli und starte mit den Haferflocken. Ich mag gerne kernige Haferflocken und das sollte auch die Basis sein. Ein Müsli rein aus Körnern ist dann doch vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ein bisschen was von den Zarten nehme ich ebenfalls dazu. Sonnenblumenkerne, eine Handvoll mit dazu. Kürbiskerne, wahnsinnig gesund und schön knackig, gerade im Müsli mag ich das sehr gerne. Goji-Beeren, davon kann man sicherlich nicht genug haben. Dann liebe ich Maulbeeren, einfach mit dazugeben. Etwas Hirse, da würde ich sparsamer sein, hat dann doch einen recht starken Geschmack. Und Leinsaat ebenfalls nicht zu viel nehmen, nur ein bisschen unterstützend wirken. Ihr könntet jetzt noch weitere getrocknete Früchte dazugeben. Neben Cranberry eignet sich dafür natürlich auch Ananas, Ingwer, Aprikosen, Apfel kleingeschnitten. Da sind eure Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Ich bleibe erstmal bei der Mischung und schwenke jetzt mal durch. So, unser Müsli ist fertig gemischt. Wir können anfangen, unser Müsli anzurichten. Erstmal unser Müsli in den Teller geben. Und jetzt können wir frische Früchte dazugeben. Ich mag gerne Erdbeeren. Auch andere Beeren, Blaubeeren oder Brombeeren. Die Johannisbeeren sind sehr gesund, leicht säuerlich. Einfach mit dazu schneiden. Granatapfel esse ich ebenfalls sehr gerne. Ist ein bisschen tricky, die Kerne rauszukriegen, aber das kriegen wir hin. Einfach die Haut einritzen und dann die Stücke rausbrechen und dann kommen euch die Granatapfelkerne auch schon entgegen. Und dann einfach in euer Müsli streuen, etwas Apfel dazu schneiden. Und dazugeben. Wenn ihr jetzt noch Lust habt auf Orangenschale oder Orangenfilets, Zitronensaft ist ebenfalls sehr lecker, dann könnt ihr das noch alles mit dazugeben. Für mich bleibt es erstmal dabei. Und jetzt haben wir noch dreierlei Möglichkeiten, unser Müsli zu vollenden. Wir haben einmal Joghurt dabei, Kefir und Milch. Das sind so die gängigsten Arten. Ihr könnt das auch gut mit Orangensaft machen zum Beispiel. Ich persönlich bevorzuge Joghurt und etwas Kefir. Zwei Löffel dazugeben. Etwas Kefir dazu und euer Müsli ist fertig. Wer mag, der kann gerne etwas süßen, zum Beispiel Agavendicksaft oder Honig oder natürlich auch normalen Zucker, der tut's auch. Dazu ein leckeres Glas Orangensaft oder eine Tasse Kaffee
Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag.